Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Ja, hier zur ersten Monatshälfte im Oktober. Ich möchte gern hier mit dir vom 1. bis zum 15. Oktober in die Energien schauen. Ja, was sich da so zeigt, wie sich womöglich der goldene Oktober für dich ausdehnt, welches Gold da in dir aktiviert werden möchte. Und ich habe dir Orakelkarten mitgebracht und auch ein neues Tarot, aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Ja, ich möchte jetzt gerne hier mal schauen, wie sich die Energien für dich zeigen und ja, was da womöglich auch durch deine Seele, durch dein Unbewusstes ins Licht kommen möchte, wo du tiefer schauen darfst. Und ich fange jetzt hier auch direkt an. Ich möchte hier gerne eine Botschaft jeweils für meine Feuerzeichen Widder, Löwe, Schütze. Welche Energie begleitet euch hier in diese erste Monatshälfte? Ah, guck mal, sonst springen sie nicht. Hier ist mal direkt eine rausgesprungen. Intimacy. Die Intimität, die, ja, ich glaube auch ein Stück weit Balance, Ausgleich, wirklich mal deinen eigenen Bereich zu erkunden, zu respektieren, auch Beziehungen zu pflegen und Feuer und Wasser sozusagen in dir auszubalancieren. So, wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Mit dir, dem Feuer, dem Wasser in dir und der Intimität. Allein. Und vielleicht braucht es Aspekte, Momente, in denen du mal für dich allein in diese Energie schaust, für dich mal alleine nachspürst, wie sind da Feuer und Wasser, männlich und weiblich, oben und unten, innen und außen, rechts und links, was es auch immer für Dualitäten gibt, in dir ausbalanciert. Vielleicht brauchst du Momente, wo du dich hier wie in dein Schneckenhaus zurückziehst, um mal in dir nachzuspüren, ja, wie sich diese Balance zeigt, wie sie sich herstellen lässt, wo es vielleicht ein Ungleichgewicht gibt. Vielleicht fühlst du dich alleine und sehnst dich nach Zweisamkeit, nach Intimität, nach Beziehung. Wir schauen mal weiter. Success. Secret Spring. Ja, Secret Spring, der verborgene oder geheime Frühling, der noch verborgene Frühling, der hier Erfolg verspricht, vielleicht auch etwas, was du jetzt hier in diesem Oktober in eine neue Balance bringen kannst, dass es dann im Frühling für dich erfolgversprechend ist. Oder es hat etwas im Frühling begonnen, etwas Geheimnisvolles, was jetzt, indem du mit dir mal alleine bist, ganz neu in Erscheinung treten darf. Auf jeden Fall Erfolg. Dein Alleinsein kann erfolgreich sein, dass du in dir genauer spürst, was du wirklich möchtest. Oder es zeigt sich einfach auch, dass du hier einen neuen Samen legen magst für den Frühling. Wir schauen mal weiter. Ah, na guck. Setting boundaries. Grenzen
setzen. Grenzen, eigene Grenzen, Grenzen für andere und diese Grenzen auch mal ehren. Vielleicht hast du auch Grenzen gesetzt, um mal jetzt hier für dich alleine zu sein, um mal nachzuspüren, was da so mit diesem geheimen Frühling erwachen möchte oder im Frühling erwacht ist, was jetzt hier erfolgversprechend zum Ausdruck gebracht werden kann. So, und das Tarot, was ich euch hier mitgebracht habe, ist ein ganz neues und ich freue mich tierisch. Ich habe mich die ganzen Tage schon gefreut, wo ich auf die Zustellung gewartet habe. Das ist das Heaven and Earth Tarot und da möchte ich jetzt mal schauen, wie sich diese Intimität mit dir selbst im Alleinsein erfolgreich verwandelt, so dass du deine Grenzen gegebenenfalls ja neu ziehen, neu ausrichten oder im Ganzen verändern kannst. Was haben wir denn? Hier ist schon eins rausgesprungen. Die fünf Stäbe, ja. Und die fünf Stäbe, die sprechen ja im Allgemeinen so ein bisschen davon, dass es so ein bisschen Rangeleien gibt. Es kann auch Zusammenarbeit sein, etwas zusammenzufügen. Aus diesen fünf Stäben hat sich hier ein Stern gebildet, hat sich hier ein Symbol gezeigt. Und wir schauen mal auf diese Symbolik. Ach hier, die Königin der Schwerter. Hier geht es um Klarheit, um eine klare Entscheidung für dich. Und wir haben ja hier oben diese Grenzen. Vielleicht musstest du ein Stück weit Grenzen ziehen, um diese fünf Stäbe hier in eine Form zu bringen, die jetzt erfolgreich wird, oder du hast dich entschieden, in diesen Spielchen nicht mehr mitzumachen. Und wir haben auch hier den König der Schwerter. Nochmal Klarheit, vielleicht ein bisschen stur manchmal, vielleicht ein bisschen radikal in seinen Entscheidungen und dennoch, erinnere dich hier, Intimacy, diese Intimität, dieses mit dir intim sein, in dir Energien ausbalancieren. Wir haben hier König und Königin der Schwerter. Als Paar vielleicht ein Stück weit mehr Klarheit in deiner Beziehung. Vielleicht brauchte es auch ein Stück oder eine Zeit des Alleinseins. Vielleicht kommt die auch noch, wo du für dich hier ganz neu, ganz klar entscheiden kannst. Wow! Und die acht Stäbe. Nochmal mehr Klarheit, nochmal mehr Geschwindigkeit. Also es kann auch sein, dass das Ganze hier auf eine neue Beziehungsform hinausläuft. Wir schauen mal, zwei Karten hätte ich gerne noch. Die zwei Münzen, eine neue Balance. Also ich glaube wirklich, dass es in diesem Oktober mehr und mehr um Balance geht. Und das Ass der Stäbe. Und das möchte ich dir gerne noch zeigen. An der Unterseite liegt das Ass der Kelche. Auch hier wieder Wasser und Feuer. Und ich möchte auch das Ass der, hier liegt auch direkt noch das Ass der Münzen, das Ass der Kelche mit hier dazulegen, um einfach nochmal dieses Bild der ersten Karte nochmal mehr zu verdeutlichen, weil es spiegelt sich ja hier im Tarot durch die Bank weg. Wir haben männlich-weiblich, wir haben hier zu Beginn Unruhe, vielleicht Rangeleien, vielleicht gab es da auch
Streit in deiner Beziehung, das muss jetzt nicht nur partnerschaftlich sein, das kann auch freundschaftlich sein, das kann alle möglichen Bereiche betreffen, sogar auch an der Arbeit, dass es da unterschiedliche Meinungen gab, Rangeleien gab, etwas, was sich bisher noch nicht so zusammengefügt hat oder nicht so zusammenfügen konnte. Du hast da vielleicht eine gewisse Form von Grenzen gesetzt, um im Alleinsein mit dir zu erkennen, wie du dir diese Form vorstellst, um dann deine Vorstellungen an andere weiterzugeben. Wir haben hier die 8 Stäbe, die wirklich Klarheit und Geschwindigkeit bringen. Du liegst hier auch nicht als König und Königin der Stäbe, was deine Energie war. Du liegst hier als Schwertkönig und Königin, was durchaus klare Entscheidungsbereitschaft signalisiert. Du magst noch ein bisschen wanken und schwanken, ob das jetzt alles so passt, ob sich jetzt dann der Erfolg einstellt. Und auch hier, also 2 wieder, diese Dualität Feuer und Wasser und hier mit den Stäben ja eh, also ganz kraftvolle Chancen, die sich hier zeigen, um diese Dualität, die in unterschiedlichsten Formen auftauchen kann. Das können einfache Meinungsverschiedenheiten sein. Du sagst, der Rasen ist grün, ein anderer sagt, der Rasen ist rot und schon könnt ihr euch in den Köpfen haben, aber jeder sieht es auf seine Art und Weise und für dich jetzt hier nochmal mehr Klarheit reinzubringen oder in dir zu finden, braucht es dieses Alleinsein, dieses mit dir sein, einfach mal zu sagen, halt stopp, also eine Grenze zu ziehen und zu sagen, stopp, ich brauche jetzt diese Zeit für mich, ich ehre und achte deine Meinung, ich möchte aber jetzt hier in meine Meinung eintauchen und mal nachspüren und vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, um da eine neue Balance zu etablieren, ein neues Gleichgewicht. Vielleicht geht es auch darum, die Meinung anderer mal tiefer in dir anzuschauen. Warum triggert die dich? Was kommt da in dir hoch? Wo stehst du da vielleicht starr auf einer Seite und könntest jetzt in dieser Fließbewegung in dir, in diesem Alleinsein in dir, nachspüren, welche Möglichkeiten sich da für dich öffnen. Und dieses mit dir allein sein, mit dir selbst eine Entscheidung treffen, da wirklich Klarheit für dich zu finden, auszubalancieren, all das ist erfolgversprechend. Wir haben hier Success, den Erfolg. Und womöglich legst du hier jetzt einen ganz neuen Samen für den kommenden Frühling, sodass jetzt der Erfolg schon spürbar ist und sich dann aber im Frühling noch weiter ausdehnt. Ich möchte jetzt gern mal ein Stück weit tiefer schauen auf die unbewusste Ebene, gerade auch, wo so diese Rangeleien sind und wie du da noch kraftvoller in dir eine Balance finden kannst. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Info. Ich weiß gar nicht, wo meine Hand hier ist. Das spiegelverkehrt und ich, ist toll. Nein, lassen wir's. Den Link findest du unten in der Infobox. Ich freue mich sehr über dein Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ausbalancierten, in dir Klarheit findenden Oktober. Alles, alles Liebe zu dir.